Circular Ecologies. Das sind die Gespräche, nomadische Theorien auf dem Weg zu unserer Performance Oracle und Sacrifice in the Woods. Der Ablauf wird heute so sein, wie auch bei den anderen Abenden es so war, dass ich werde mir gleich erlauben, eine kurze Einführung zu geben, auch nochmal in Bezug zu den anderen Veranstaltungen, die vorhergegangen sind. Dann gibt es zwei Beiträge, nomadische Beiträge, einmal von Douglas Goodbold, dann von Claudia Augustat. Wir werden uns mit den Beiträgen durch die Landschaft bewegen, entlang der Stationen, die auch unsere Performance, die am 8. Mai Premiere haben wird, gemeinsam mit Ruth Wien, werden wir uns da entlang meandern und auch auf Ereignisse uns beziehen können, die da zu finden sind in dieser Landschaft. Nach diesen beiden Beiträgen werden wir uns einfinden an einem Platz. Dann wird es eine Diskussion oder Fragen geben der beiden Beteiligten aneinander, vielleicht auch eine Frage von mir. Und dann ist es eröffnet für Fragen von euch an die beiden. Also ich würde euch bitten, vielleicht, wenn ihr was wissen wollt, was brennt, vielleicht aufzuheben bis zum Schluss. Während unseres Spaziergangs wird es dunkler werden. Das heißt, passt auf, wohin ihr tretet. Achtung, also einfach sorgsam sein und irgendwie versuchen, in der Gruppe zusammen zu bleiben. Jetzt brauche ich meine Brille. Ich habe mich was aufgeschrieben. So. Ich möchte einen kurzen Rückblick machen, was bisher stattgefunden hat in Circular Ecologies. Diese nomadische Reihe ist der Versuch, Experten verschiedener Disziplinen in angewendete Dialoge zu bringen und eigentlich einen Praxisraum für uns alle zu eröffnen. Ein kleiner Rückblick, was bisher stattgefunden hat. Von der Erinnerung der Steine zu Toxic Ecologies zu Symbiose, Transformation, Ritual. Das ist die Veranstaltung heute. Die Reihe begann im Naturhistorischen Museum mit Erinnerung der Steine. Eine Erkundung in andere Dimensionen von Zeit und dynamische Prozesse von Millionen von Jahren. In den Substanzen, die unter uns sind, die die Materie unseres Planeten bilden. Was erinnern die Steine über die Veränderung der Umwelt, der Zusammensetzung der uns umgebenden Gase? Dadurch manövrierte uns der Leiter der paläontologischen Sammlung Matthias Harzhauser, der darauf aufmerksam machte, dass erstes Cyanobakterien, welches ermöglichte, den zuvor giftigen Sauerstoff mit Sonnenstrahlen in Energie umzuwandeln, möglich machte, was wir jetzt sehen. Nämlich auch Stoffwechselprozesse, die auch die Steine erst zum Blühen brachten und eigentlich die Farben in unsere Erdschichten. Der Mensch in dieser Entwicklung, wer sich noch daran erinnert, an diese über 50 Meter lange ausgelegte Zeitschiene, kann wirklich sagen, ein Krümel in dieser Zeit, ein Krümel, aber dennoch trägt er in seinen Ohren die Gehörsteine, die noch zurückweisen auf unsere Herkunft aus dem Wasser, die uns gemein ist mit den Fischen und die uns auch erlaubt, das Gleichgewicht auf der Erde zu halten. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass Christina Gruber eine Forelle sezierte und die Gehörsteine dieser Forelle zum Vorschein brachte. Ja. Wie vielleicht schon angedeutet, ist diese Serie ein Experiment, wie auch Wissen aufeinandertreffen kann, welche Konfliktlinien und auch Zugangsweisen sich vielleicht in dem eröffnen. In Toxic Ecologies, der darauffolgenden Veranstaltung in der Sammlung des Narrenturms, der pathologischen Sammlung, trafen mit Kilian Jörg und seinem Gedanken der Atomsemiotik das Verstehen und Auflösen von Körpern aufeinander, mit der forensischen Anthropologin Gerlinde Gruber. Auch dies ein Versuch, andere Zusammenhänge der Wirklichkeit zu denken und auch bei toxischen Ökologien vielleicht die eindeutigen ideologischen und moralischen Wertungen zu verschieben. Plastik als unsere neue Ewigkeit und Warnschilder für nicht bekannte Wesen, die unsere Atommülllager für zukünftige Lebewesen markieren, deren Sprache wir noch nicht kennen. Und genauso warnen diese Schilder vor Zersetzungsprozessen, die vielleicht auch auf Zersetzungsprozesse von Körpern treffen,
die durch Austrocknung und das Selbstverzehren der körpereigenen Zellen sich zerlegen. Und was wir gelernt haben, ist, dass der Körper eigentlich erst nach 2 Tagen tot ist. Dass jede Zelle eigentlich erst nach 2 Tagen schlussendlich abgestorben ist. War mir nicht ganz klar. Der Körper also auch ein ideales Habitat und Energiequelle für andere. Für Larven, für Maden, andere Lebewesen. Unsere Körper vergiften den Boden nicht. Unsere Körper vergiften den Boden mehr, wenn sie leben vielleicht. Andere Ökologien der Verschwendung, des Zerfalls, der Zersetzung, Energien, deren Entladung als Teil unserer effizienten Gesellschaften vielleicht auf anderes hinweisen können. Vielleicht Kriege verhindern, naive Gedanken, tut mir leid. Schwarze Pilze sind in der Lage, im nun umkämpften, von Belarus mit Strom versorgten Atomkraftwerk Tschernobyl die Verseuchung durch Radioaktivität in Energie umzuwandeln. Durch einen hohen Melaningehalt werden diese Pilze vielleicht auch in der Raumfahrt wichtig, um Menschen vor der Strahlung zu schützen. Andere Fähigkeiten, andere Zusammenhänge. Damit der Müll, die Abfälle, die wir produzieren, verwertet werden können von anderen und die Toten verwesen dürfen. Aufquellen, aufplatzen, verschiedene Masken des Todes, Nährstoff werden und Knochen bleiben. Sind Leichen nun giftiger als die Lebenden? In Symbiose-Transformation-Ritual heute, endlich, im Wald, sind wir auf den Spuren von symbiotischen Kooperationen, die das Leben und Zusammenleben verschiedener Lebewesen ermöglichen. Intelligente Wesen, die verschiedenste Stoffe austauschen und existieren, vielleicht länger leben werden als wir. Der Wald als soziales Labor, der Wald als Studienart, Ort der Verwertung und Austauschprozesse. Ohne Mehrwert im kapitalistischen Sinne, aber mit Wert für die Beteiligten. Stoffwechsel und Transition. Übergänge und Orte transzendenter Kommunikation. Als Lehranstalt vielleicht im Umgang mit Umwelten. Menschen und Achtungen der anderen, die hier mit einem existieren. Gefüge, Ungefüge, Verfugtes. Übergänge in Ritualen zum Erwachsenwerden oder zum zyklischen Erwachen, der die schlummernden Leben, die auf die richtigen Temperaturen, auf die richtige Temperatur und die Sonnenstrahlen warten. Der Abdruck des Menschen, ist nicht mehr so lange, tut mir leid, der Abdruck des Menschen auf diesem Planeten, nicht nur in der Natur, auch in der Natur die Abdrücke unseres Lebens, in welchen wir so eingewoben sind, in dem Konsum, die Freiheit der Bewegung, die Weisen, wie wir leben und Freiheit und Gemeinschaft begreifen, wie wir unser Zusammensein auch politisch und rechtlich organisieren, in Staaten, Organisationen, Rechtssystemen, Glauben und Wissen. Ist es möglich, von anderen vitalen Zusammenhängen zu lernen? Oder sind wir bei deren Betrachtung nur von unseren eigenen Systemen gefangen? Also, ich freue mich auf die Wanderung heute in die Dunkelheit, mit euch, mit Ihnen und den 2 großartigen Momenten. Bei den 2 großartigen Personen, die sich bereit erklärt haben, hier mit uns durchzugehen, nämlich Claudia Augustat und Douglas Goodbold. Claudia Augustat ist promovierte Kulturanthropologin und leitet seit 2004 die Sammlung für Südamerika am Weltmuseum Wien, da haben wir sie kennengelernt. Von 2015 bis 2017 war sie kuratorische Leiterin der Neuaufstellung der Schausammlung im Weltmuseum. Sie ist auch Projektleiterin des EU-kofinanzierten Projektes Taking Care, das im Oktober 2019 startete. Ihre Forschungsschwerpunkte sind materielle Kultur und kulturelles Gedächtnis, Museum und Kolonialismus, kollaborative Kuratorinschaft und die Dekolonialisierung musealer Praxis. Jetzt aber übergebe ich, freue mich sehr, an Douglas, der uns auch bei den Recherchen zu US Wood sehr geholfen hat und auch ermöglicht, dass wir hier sein können. Das war nicht so einfach. Douglas Goodbold ist Professor für Waldökologie an der BOKU. Okay. Sein Hauptforschungsinteresse gilt dem Verständnis, wie die biologische Vielfalt
Prozesse in Ökosystemen unterstützt. Er ist Experte für Mykorrhiza und die Beziehung zwischen Bäumen und symbiotischen Bodenpilzen. Mykorrhiza. So, das war die letzte grammatikalische Rechtssatz für heute. Entschuldigung, gibt es eine Transformation, einen Übergang. Okay, so, fangen wir an. Ich möchte ein bisschen anknüpfen an diese Erinnerung des Steiner. Und ich möchte irgendwas zu Symbiosen sagen. Jeder weiß, was eine Symbiose ist, oder? Ja? Es ist eine Zusammenleben. Zusammenleben von normalerweise zwei oder mehrere Organismen. Und der Punkt in diesem Zusammenleben ist ein Mutualismus. Das bedeutet, jeder hat einen Vorteil bestimmt. Und ich hoffe, in, ich weiß nicht, wie lange es dauert, 20 Minuten, eine halbe Stunde am Ende, dass ich Sie überzeugen kann, dass alles, was wir anschauen, ist ein Mutualismus. Es gibt sehr selten irgendwas auf dieser Erde, das nicht in irgendeiner Form zusammenleben ist. Und leider ist das ein bisschen runtergegangen in unser Leben oder in unsere Gesellschaft. So, fangen wir an. So, jetzt ist es schwierig. So, für die, dass wir diese Erinnerung der Steine gesehen haben, hat erzählt von der Wiener Becken. Und das Wiener Becken irgendwann war ein relativ flaches Meer und warm und etwas tropisch. Und ich musste mit meiner ersten Symbiose anfangen. Gehen wir ungefähr so 470 Millionen Jahre zurück. Und vor ungefähr, plus oder minus ein paar Jahre, ist ein Organismus auf die Idee gekommen, und das ist nämlich eine Korall. Das kennt jeder, oder? Siehst du? Okay. Diese Korall ist eine uralte Symbiose. Und es besteht, meisten Leute, wenn du schau es an einem Korallriff an oder irgendwas, das eine Pflanze ist. Das ist keine Pflanze. Das ist ein Tier. Und das hier, dieser blaue oben, ist ein Nesseltier. Okay? Und dieser Nesseltier wächst relativ glücklich in schön warmes Meereswasser. Aber er ist noch glücklicher, wenn seine Haut besiedelt ist von bestimmten Algen, Xanthocellen. Die sind so gelblich, rotlich und haben verschiedene Pigmenten. Da gibt es wenig Blauen, ehrlich gesagt, aber ich hatte keine andere Handschuhe. Ja, aber trotzdem. So, und dieser Pigment in seiner Haut gibt die Farben, das wir kennen von den Korallen. Und was bekommt dieser Nesseltier? Well, diese Algen, die sind photosynthetisch aktiv, die bilden den Zucker und der Korall lebt von dem Zucker. Die wachsen viel, viel besser, wenn die diese Algen-Symbiose haben. Und was kriegt der Alge? Der lebt in einer relativ geschützten Umgebung und gedeiht die etwas besser. Und dann kommt noch was dazu. Sie sehen, das ist ein Stück Kalkstein. Und dieses Stück Kalkstein wächst nur, wenn der Nesseltier in Symbiose ist mit der Bakterien, den Xanthocellen. Warum? Weil der verändert den Partialdruck von Kohlendioxid in seinen Fuß hier und ermöglicht die Ausfällung von Kalk. Und durch diese Ausfällung von Kalk wächst dieser Riff. Okay? Es gibt auch Nesseltiere, die gar keine Xanthocellen haben, aber die sind auch nicht Riffbildende.
So, wir haben irgendwas, das ist ungefähr 470 Millionen Jahre. Hat nichts mit Bäumen zu tun, wohlgemerkt. So, ja, das ist der erste. So, gehen wir zu meiner nächsten Symbiose. Ich darf diese Kalkstein nicht verlieren. Und, ja, ist okay. Und der nächste können wir sehen, wenn wir einfach ein bisschen rumgucken, wo wir sind, in der Au hier. Das sind verschiedene Baumarten, diese große alte Pappeln. Das sind Eschen und so weiter hier drin. Dieser Ahorn. Und was die alle gemeinsam haben, alle diese Baumarten, ist, die bilden eine Zusammenleben, eine Symbiose mit Pilze, mit bestimmten Pilze. Und die bilden meine Prop. Arbuscular Mykorrhizen. So, diese rote hier ist eine Wurzel und der grüne ist die Hufen von den Pilz und die blauen sind die Arbuscularen, das wachsen in den Pilzzellen. So gehen wir wieder zurück und wir sind auch ungefähr 460 Millionen Jahren zurück. Und vor 460 Millionen Jahren haben die ersten Landpflanzen aus dem Meer gekommen, gekrochen und haben versucht, das Land zu besiedeln. Und was sie nicht hatten, waren Wurzeln. Aber glücklicherweise waren schon Pilze an der Erdoberfläche. Und die sind auf die Idee gekommen, wenn ich eine Symbiose mit diesen Pilz bilden, dann ersetzt er meine Wurzeln. Und das ist genau, was sie gemacht haben. Die haben dann, die Pilze haben die Wurzeln besiedelt und diese Pilze haben dann Nährstoffe bekommen von den Pflanzen. Und die gedeihen dann, die Pflanzen ist photosynthetisch aktiv, es gibt eine ganze Menge Zucker ab an die Wurzel, an den Pilzen. Die Pilzen geht es prächtig, weil plötzlich haben die Futter, viel mehr als die selbst erreichen können. Und was die Pilzen machen, ist, die bauen dann Gesteine ab und die setzen frei Nährstoffe. So diese, muss man diese vorstellen, wir hatten diese erste Erde, es ist relativ karg, es ist steinig, da ist nicht viel Erde und die Kombination von einer Pflanze plus diese Pilze ermöglicht die erste Besiedlung, die erste Krieg aus dem Meer. Und das lief dann ungefähr noch einmal 400 Millionen Jahren. Und tralala! Das ist, was wir haben. Sie sehen diese arbuscular mykorrhizierte Bäume um uns herum. Und unter uns sind Massen von Hufen, sind Massen von Wurzeln, Massen von Mykorrhizen, von verschiedenen Pilzen. Wir sehen die nur nicht. Das ist das Problem. Weil wenn wir laufen, wir schauen die wunderbar oberirdische Teil von einem Baum und kaum einer buddelt ein bisschen. Und wenn man buddelt ein bisschen in einem öffentlichen Park, dann sieht man ein bisschen verdächtig aus immer. Ne? So, man, ja. Yeah. So wir sehen das meistens nicht. Wir betrachten das überhaupt nicht und die meisten Leute wissen nicht, dass die laufen auf verschiedene Pilze. So, wir gehen ein paar Millionen Jahren in diese Richtung. Okay? Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Okay, wir gehen. Von der ersten Besiedlung mit ganz, ganz kleinen, winzigen Pflanzen und wir gehen noch ein paar 200 Millionen Jahre vorwärts oder so. Und der Grund, warum wir hier erstes Mal Halt machen, bevor wir nächstes Mal eine Halt machen, ist,
Sie sehen diese tote Stamm. Irgendwann gab es genug Pflanzen, dass die dann angefangen haben, nach Licht zu konkurrieren. Und die sind auf die Idee gekommen, dass der beste Weg, dass wie unsere Bäume jetzt, warum wir Bäume überhaupt haben, ist, die haben einen holzigen Stamm und die haben die Blätter oben und die versuchen so viel Blattmasse wie möglich in der Licht zu halten. Deswegen haben wir diese Form. Deswegen gibt es solche Bäume. Okay? Und so, die sind auf den Mechanismen gekommen, wobei die könnten einen festen Stamm aus Lignocellulose bauen. Cellulose, so ein langkettiger Stoff, das wir kennen als Papier. Und Lignin, ein sehr schwer abbaubarer Stoff, das versteift diese ganze Cellulose-Phasen, Fibrillen. Und dadurch sind diese Lignocellulose, kennen wir als Holz. Einfach. Und dann haben die dann Proto-Bäume sind immer wieder in die Höhe gewachsen, immer weiter, bis die das richtig raus hat. Wie baue ich einen Stamm? Wie halte ich meine Blätter in den Licht? Wie futter ich meine Mykorrhizen? Und die Mykorrhizen haben immer mehr abgebaut und immer mehr abgebaut. Und der Biomasse auf die Erde ist größer und größer geworden. Und wir bekommen natürlich eine Absterbung, eine Transformation. Und die meisten von dieser Biomasse ist einfach rums, plumps wieder auf die Erde gekommen. Und es gab ein Problem, dass diese Biomasse ist immer größer geworden. Weil keiner ist auf die Idee gekommen, bis jetzt das abzubauen. Weil einfach das relativ neue Stoff, genau wie diese neue Plastik in der Anthrozän, die Organismen haben das nicht gesehen. Die wussten nicht so genau und die brauchten so eine Million Jahre, bis die raus hatten, dass die tatsächlich diese Holz abbauen können. Das Überbleibsel davon sehen wir hier in dieser Polypore. Die haben dann eine Enzymmuster entwickelt, wodurch die diese Lignocellulose spalten könnte und das dann nutzen. Die bauen es ab und die benutzen das als Futter. Okay? So, jetzt haben wir einen Planet mit viel Biomasse und diese erste Weißfäulepilze, so 300 Millionen Jahre oder so, und die Weißfäulepilze sind auf die Idee. Sind auf den Mechanismen gekommen, nicht auf die Idee, die denken nicht so viel, dass doch, wir können das abbauen und wir können das als eine Nahrungsquelle benutzen. Okay? Und bevor wir weitergehen, nur irgendwas anderes, ein interessanter Ditty. Diese hier sind parasitische Pflanzen, die haben keine Blätter, die haben keine Chlorophyll und die sind teilweise über Mykorrhizen gebunden mit den Wurzeln von diesen Bäumen. So, die haben ihre eigenen Mykorrhizen, die bilden ein Geflecht mit diesen Bäumen und die bekommen Kohlenstoff von dem Baum. Teilweise haben die Wurzelverbindung, teilweise haben die nur Mykorrhizenhüfenverbindung und die bringen sich dann in diese Mykorrhize geflecht und die leben dann von dem Kohlenstoff, das man für die Bäume und die Baumwurzeln abzwacken kann. Ne? Nicht alle tragen zu dem Sozialnetz bei. Da gibt es manche Schmarotzer, aber normalerweise sind die Schmarotzer viel größer. Wie heißen die? Das ist eine irgendwas Wurz. So. Ja. Ah, okay. Eine lila gepunktete Wurz. Eine Pestwurz. Ja, es ist, ich bin nicht so sicher, dass es wirklich eine Pestwurz ist. Deswegen so ähnlich, ja.
Ja, ja. Wir sind ein paar Millionen Jahre fortgeschritten. Okay. Und was Sie sehen, ist, wir haben noch mehr Biomasse, noch mehr totes Holz. Und das lief vor ungefähr 125 Millionen Jahren. Das ist, was wir nennen eine Carbon. Das ist, wo wir unsere ganze Kohle und Öl hier bekommen. Von dieser 125 Millionen Jahren von Akkumulation von toten Masse. Ich kann mich nicht vorstellen, wie lang 125 Millionen Jahre ist, aber es muss relativ lang sein, ne? So mehr oder weniger. So. Auf jeden Fall, nach dieser Zeit haben dann Pilze rausgekriegt, wie die bestimmte Stoffe abbauen. Und Sie sehen da eine Holzstück da, das braun ist. Das ist, weil der Lignin übergeblieben ist und der Cellulose ist abgebaut worden. Das ist so wie braun vorhin. Und wir haben noch eins hier. Das ist weiß und so faserisch. Okay? Das ist eine Weißfäule. Und das ist, weil das Lignin abgebaut worden ist und die Cellulose ist übergeblieben. Und dann kommen wir zu unserer nächsten Mykorrhize. So ungefähr so 165 Millionen Jahre hier haben bestimmte Baumarten einen Pakt geschlossen mit dieser Weißfäulepilze. Und die sind einer Symbiose eingegangen. Und wir kennen das und wir schmecken das normal. Also wir kennen das, weil wir alle eins gegessen haben. Und die sind Ektomykorrhizen. So, jetzt habe ich eine Wurzel. Und diese Wurzel hat eine pilzprüfen Hülle. Deswegen sieht das orange aus. Oder ich kann eins haben und es ist schwarz. Und wir kennen alle diese Mykorrhizen, weil wir essen die. Das sind die Schwammen, die wir kennen, die Wale. Beziehungsweise das sind die Fruchtkörper. Wir sehen die Mykorrhizen nicht. Die Mykorrhizen sind im Boden. Und die bilden auch dann ein riesen Geflecht über den Boden. Aber der Clou dabei ist, in dieser ganzen Biomasse, die wir hatten, das akkumuliert hat über Millionen Jahre, oder akkumuliert hat, steckt eine Menge Nährstoffe. Da stecken da drin Phosphor und da ist Stickstoff. Und alle diese Phosphor und Stickstoff sind limitierende Stoffe. Stoffe, das nicht genug vorhanden ist. Aber da drin, in dieser Holz und auch in diese Blätter und so weiter, steckt diese, aber die kommen nicht dran, weil es ist in einer festen Form. Aber die Weißfäulepilze können das abbauen. So, die haben dann die Mykorrhizen gebildet mit bestimmten Baumarten, so Eichen. Wir sagen, das ist ein Eiche da drüben, ist kein Tabak. Für unser Zweck ist Eiche da drüben. Und die haben dann diese Ektomykorrhizen gebildet. Und durch diese Ektomykorrhizen könnten dann die Bäume diese ganzen organischen Stoffe erschließen, abbauen, und die holen dann die ganzen Nährstoffe, den Stickstoff und den Phosphor, holen die aus dieser toten Masse. Und aus dieser toten Masse dann wird benutzt für das Wachstum, die Bäume wachsen, gedeihen prächtig, die geben den Bilden Photosynthese, das geht wieder an den an die Mykorrhize. Und diese Mykorrhizen dann, das geht dem so gut, und die kommen von einer anderen Sorte Pilze, dann bilden die dieses Geflecht, das wir kennen als the Wood Wide Web. Diese, wo mehrere Bäume sitzen dann in eine Pilz. Und das ist auch so eine Betrachtung, ob es eine Pilz gibt und dann sitzen ein paar Bäume oben drüber, oder ein Baum gibt und dann sind Pilzen unten. Das ist eine Geschmackssache. Für mich, die Dominierenden sind eindeutig die Pilze. Die Bäume sind nur Dekoration. So mehr oder weniger.
Und wir bekommen das erste Mal auf die Erde jetzt eine geschlossene Nährstoffkreislauf. Es wird aufgenommen, es wird gebildet, es wird Biomasse gebildet, die Biomasse stirbt, es kommt zu Boden, es wird zersetzt, die Nährstoffe werden nochmal aufgenommen und wir haben eine Circular Ecology. Wir haben jetzt unseren Nährstoffkreislauf. Okay? Das wir vorher nicht hatten, weil alles ist als Fossil Fuels gelandet. Und wenn wir sind einmal dabei, das Risiko, das wir je überlebt haben, wahrscheinlich als Menschen auf der Erde, ist, wir nehmen ungefähr 250 Millionen Jahre Akkumulation von Fossil Fuels und wir setzen die alle frei innerhalb von 150 Jahren. Way! Und dann sind wir überrascht, dass irgendwas schief geht. Nicht schlecht. So, aber gehen wir weiter. Das sind an den Wurzeln und dann bilden die Mycelgeflecht im Boden. Und was wir sehen, sind die Schwämme und das sind einfach die Fruchtkörper. Ja? So, hinten da, Milchschlinge. Porcini. Steinpilze. Ja? Sind Mykorrhizen. Die sind alle Mykorrhizen. Alle, mehr oder weniger, alle Pilze, die sie essen, sind Mykorrhizen. Ja, da gibt es ein paar Ausnahmen, so Schirmpilze oder so. Schirmpilze bauen den Stoff in den Boden ab. Die sind saprotrophisch. Aber alle anderen sind Mykorrhizen. Und die sind so groß, weil die haben so viel Kohlenstoff von dem Baum, dass sie groß werden können. Und wir essen die. Und meistens schmecken die gut, nicht wahr? Ne? Fliegenpilze zum Beispiel sind auch mit Pilzen. Nicht besonders empfehlenswert, aber ja, und so weiter. Ja? Okay? So, dann komme ich zu meiner fast letzte Symbiose. Okay? So, wir hatten Pilze, nee, wir hatten angefangen mit Korallen, die waren Algen. Plus ein Tier, okay, ein Nesseltier. Dann hatten wir eine Form von Mykorrhizen, arbuskuläre Mykorrhizen. Die sind eine bestimmte Art von Pilze. Es wachsen mit Wurzeln, bestimmte Bäume. Dann hatten wir noch eine Pilze, zusammen mit anderen Baumarten, denn die bilden diese Ektomykorrhizen, diese Schrammelformende bilden. Ja. Und jetzt kommen wir zu meiner vorletzten Symbiose. Und das hier ist eine Robinie. Immer noch eine Robinie, etwas kurz Form jetzt. Aber Robinie, das ist ein Beispiel von noch einer uralten Symbiose. So wieder gehen wir 400 Millionen Jahre zurück. Und was Robinien machen, ist, die haben in ihren Wurzeln nicht eine normale Pilz. Die haben irgendwas, das ist halbwegs zwischen ein Pilz und einer Bakterie. Und manche Bäume so haben auch Bakterien in den Wurzeln. Und die bilden Wurzelknollen. Und was machen die mit diesen Wurzelknollen? Die bekommen wieder Zucker von den Photosyntheseleistungen des Baumes in den Wurzeln, das futtert die Bakterien und diese Bakterien nehmen Luft, Stickstoff und die setzen das um in Ammoniak, in Ammonium. Okay? So die nehmen eine Stickstoffform, Luftstickstoff, das kann nicht benutzt werden und die bringen das in eine Form, wobei die Wurzeln oder die Bäume das benutzen können. Okay? Wir machen das auch. Das ist ein Haber-Bosch-Prozess. Wir benutzen genau das Gleiche, um Kunstdünger zu machen. Ja? Wir haben das erstmal gelernt, so vor 100 Jahren oder so, wie man das macht. Und wir machen das mit enorm hoher Temperatur und enorm hohem Druck. Aber diese
Bakterien hatten dann das richtige Enzym, ein Enzym heißt Nitrogenase, um das machbar zu machen, dass die könnten diesen Stickstoff aus der Luft, wo es total vorhanden ist, 80% der Luft besteht aus Stickstoff, und das in einer Form, wobei die Pflanzen das nutzen können. So, Sie sehen, wir haben die erste Besiedlung von der Erde, wir haben Prozessen, dass wenn die nicht ablaufen, würden wir nie und nimmer genug Stickstoff haben auf in verschiedenen Ökosystemen, dass irgendwas wächst. Und wir sehen, dass dieser Wald hier besteht mehr oder weniger nur aus Symbiosen. Da ist kaum irgendwas hier drin, das nicht in einer Symbiose lebt. Und dann kommen wir wirklich zu den fast letzten Symbiose. Und das sind wir selber. So, wir sind manchmal einsam, aber keiner von uns ist wirklich allein. Sie kennen bestimmt alle, dass wir eine Darmflora haben. Wir haben Millionen von Bakterien, Pilze und verschiedene kleine Lebewesen, dass wir im Magen haben. Ohne dem haben wir enorm große Probleme. Ohne diese Pilze und Bakterien, die wir auf der Haut haben, würden wir verschiedene Krankheiten haben. Und das haben wir auch über Millionen von Jahren, wie alle anderen Tiere, denn in einer Symbiose, wir leben damit, mehr oder weniger. So, wie gesagt, die Darmflora sind nicht besonders gesprächig, aber die sind immer bei uns. Ne, wir nehmen die überall hin. So, wir haben, und dann geht es noch weiter. Das ist dann ein bisschen mehr Biologie und es ist ein bisschen mehr komplizierter. Jede Zelle, das wir haben, hat da drin Mitochondrien. Diese Mitochondrien sind kleine Zellorganelle, kleine Bestandteile. Und diese Bestandteile sind in jeder Zelle, jeder von uns hat die. Ohne das könnte ich meine Arme nicht hier hin und her bewegen. Und die sind für die Abspaltung und Nutzung von Glucose, von Fruchtzucker und so weiter, Traubenzucker, das wir benutzen als Energie. Und die benutzen Sauerstoff, die nehmen den Sauerstoff ein, dass wir alle einatmen. Es geht in die Mitochondrien bauen diese Zucker ab und die produzieren Energie. Deswegen, das so funktionieren wir. Der Clou dabei ist, diese Mitochondrien sind eigentlich Bakterien. Irgendwann, paar hundert Millionen Jahren zurück, haben die ersten Zellen sich gebildet aus zwei verschiedenen Organismen. Eine Bakterien und eine eukaryotische Zelle. Und diese erste Zelle hat dann eine Bakterien aufgenommen und das hat sich fortgesetzt. Und wenn wir diese Mitochondrien, das alle in uns sind, anschauen, dann haben die genau den gleichen DNA-Form wie die Bakterien, das wir jetzt sehen überall. Und die haben genau den gleichen Zellmembran. Die sind einfach aufgenommen. Wir bestehen aus zwei Organismen. Mindestens zwei. Okay, jede von unseren Zellen. Wir haben alle drin eine alte Bakterie. Und diese alte Bakterie ist Teil von uns geworden. So ist fast alles ist eine Symbiose. So, warum wissen wir das nicht? Warum nehmen wir nicht das ernst, dass das alles besteht aus einem Zusammenleben? Und das kommt leider von unserer politischen Gesellschaft, mehr oder weniger. Als Darwin erst einmal The Origin of Species geschrieben hat, so in 1860 oder so, ist das in eine Welt gekommen, das lebt von Kolonisierung. Großbritannien war auf seinem Höhepunkt der Ausbeute von den Arbeitern. Es gab Kinder, es gab ein Gesetz ungefähr zu der gleichen Zeit wie The Origin of Species, dass Kinder unter 12 Jahren dürften nicht mehr als 8 Stunden arbeiten. In so einer Welt sind wir. Die Leute, das
Symbiose entdeckt haben, die haben von ihrem Mindset nie geglaubt, dass es eine Symbiose haben. Die erste Flechten, das die entdeckt haben, haben die in ihrem Kopf, es muss eine herrschende von dieser Teil von dieser Symbiose geben, und das war der Pilze, und es musste eine untergegebene Teil von den Symbiose sein, und das ist der Alge, das wir kennen für Flechten. Und die waren einfach nicht in der Lage zu erkennen, dass eigentlich der Welt ist eine relativ friedlich Zusammenleben. Und es gibt viel mehr Symbiosen und viel mehr Gemeinschaften und Zusammenleben, als eigentlich es Konkurrenz auf der Erde gibt. Aber leider geht das alles runter, und dann brauchen wir ein paar Arschlöcher mit den Tanks und einem Panzer, und dann sehen wir, was Konkurrenz ist. Aber eigentlich leben wir in einer relativ friedlichen Welt, wo wir alle zusammenarbeiten. Und wir haben das mehr oder weniger für die letzten 400 Millionen Jahre gemacht. Es ist nur in der letzten Zeit, dass es geht ein bisschen aus den Ufern, sozusagen. So, ich hoffe, Sie haben irgendwas über Symbiose gelernt. Es ist ein bisschen dunkel, ich sehe keinen mehr. Ja, dann übernehme ich jetzt. Es wird schon ziemlich dunkel. Wenn Sie Taschenlampen dabei haben, können Sie die jetzt, glaube ich, ruhig auch anmachen. Dann wird das Ganze vielleicht auch von der Atmosphäre noch ein bisschen spookier. Und jetzt in diesem, wo so langsam die Sonne schon fast weg ist, wenn wir im amazonischen Regenwald wären, dann würden wir jetzt zusehen, dass wir nach Hause kommen. Weil es ist nicht so, dass der Wald eine gänzlich feindliche Umgebung ist. Er ist nicht einfach nur personifizierte Wildnis, aber er ist vor allen Dingen nachts ein Ort, wo andere Entitäten, andere Geistwesen sozusagen unterwegs sind. Und ich fand es faszinierend. Ich habe als Kind immer wahnsinnige Angst, nachts gehabt, in den Wald zu gehen. Ich habe das mit meiner Schwester ein paar Mal probiert. Und wir haben uns gegenseitig so hysterisch gemacht, dass wir hinterher schreiend aus dem Wald rausgelaufen sind. Also das war irgendwie für mich ein ziemliches No-Go. 1997 bin ich dann das erste Mal in Venezuela. Ui, das ist jetzt sehr hell. Jeder Indianer in Amazonien würde sowas sofort haben wollen zum Nachtfischen. Ja? Also das ist irgendwie ganz beliebt, wenn man dorthin kommt und man bringt solche Stirnlampen als Geschenk mit. Das kommt also, das wird einfach wirklich gebraucht. Ja? Aber ich war noch dabei, wie ich das erste Mal im Amazonas-Regenwald war, 1997. Wir sind mit einem motorisierten Einbaum auf dem Orinoco bis in den Cassiquiare gefahren. Und es hieß eben auch, dass wir manchmal in Dörfern übernachten, aber dass wir eben auch auf Sandbänken am Wald übernachten. Und ich habe immer nur gedacht, um Gottes Willen, da werde ich kein einziges Auge zutun. Das wird einfach der Horror sein. Und wenn man da nachts aufs Klo muss, dann muss man irgendwie so ein Stück in den Wald rein und da quaken irgendwelche Frösche und es knistert und knirschtelt. Und es ist die ganze Zeit sind Geräusche da. Und ich habe gedacht, ich schaffe das. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwie eine erholsame Nacht wird. Aber es ist eine gewesen. Und ich kann Ihnen gar nicht so genau sagen, woran das liegt. Vielleicht war es einfach, dass bei uns der Wald eigentlich sehr oft als etwas Abgründiges gesehen wird. Wir kennen das alle aus den Märchen. Ja? Da ist der Wald immer so ein bisschen dieses Abgründige, es ist das Böse, dort lauert das Böse. Und er wird auch nicht wirklich als belebt gesehen. Es ist so, obwohl wir ja wissen, dass Bäume natürlich Lebewesen sind, ist es eher so eine tote Kulisse, vor denen andere Akteure irgendwie ihr Unwesen vor allen Dingen treiben. Und der Amazonas ist irgendwie anders konzipiert, er ist anders gedacht. Also erstmal ist es ein Ort, an dem sehr viele unterschiedliche Wesen zusammenleben und auch immer wieder in Kommunikation miteinander treten. Es gibt sehr viele, vor allen Dingen Geistwesen, die in Bäumen leben und diese, die vor allen Dingen nachts verlassen und dann in der Gegend umherstreifen. Manchmal, weil sie einen Liebespartner suchen, sie versuchen dann junge Frauen oder Männer zu verführen oder weil sie sich vielleicht einfach nur ein bisschen umschauen. Also das wird nicht so genau eigentlich erklärt.
Und wenn man das jetzt so hört, dass da Geistwesen in Bäumen leben, dann denkt man vielleicht so, ja, das stellen die sich halt so vor, aber wir wissen ja, dass das irgendwie anders ist. Aber es gibt, und da brauche ich den Douglas gleich nochmal, weil der weiß genau, wie diese Bäume, diese Wurzeln, wie heißen die Wurzeln nochmal? Spaltwurzeln? Na, diese... Brettwurzeln. Brettwurzeln, okay, super, danke. Weil es gibt nämlich Bäume, das haben wir auch einmal in der Nähe von Belém in Brasilien gesehen, die sozusagen etwas über der Erde sich schon diese Brettwurzeln ausbilden, oder? Stilts. Ja. Stelzwurzeln, genau. Also so ähnlich wie auch Mangroven. Das hat, haben sicher schon öfter einige von euch gesehen. Es ist so ein bisschen wie wenn man den Baum jetzt hier umdrehen würde. Ja? Und diese Bäume, wir haben das eben auch schon mal gehört, es gibt Konkurrenz um Licht. Und wenn diese Bäume anfangen, zu wenig Licht zu bekommen, dann lassen die einen Teil dieser Stelzwurzeln absterben und bilden neue aus. Was machen die? Die gehen ein Stück weiter. Und das ist irgendwie so, ich habe das immer auch irgendwie für so eine sehr, so ein bisschen so eine fantastische Geschichte, Geistwesen in Bäumen, belebte Bäume. Und als ich dann das erste Mal vor diesem Baum stand und man mir erklärt hat, dass der so ganz langsam durch den Wald geht, habe ich irgendwie gedacht so, ah ja, klar, wenn man das irgendwie beobachtet, wenn man das weiterträgt, dann wird einem das plötzlich irgendwie viel einleuchtender. Dass es eben einfach sehr viele unterschiedliche Wesen gibt und die eben diese Bäume dann sozusagen auch bewegen. Also es ist ein sehr, der Wald ist also etwas, was bewohnt wird von anderen Wesen. Und das sind teilweise eben aber auch Wesen, also gerade die in den Bäumen wohnen, deren Bäume darf man zum Beispiel nicht fällen. Das sind oft eben besonders große Bäume. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass diese, wo wir eben standen, diese drei, die so zusammengewachsen waren, das ist garantiert ein Ort, wo Geistwesen gerne übernachten und wohnen. Ja, also das kann man sich hier auch sehr gut vorstellen. Und diese großen Bäume, wo die Geistwesen drin wohnen, die werden in der Regel nicht gefällt, wenn Gärten angelegt werden. Die meisten indigenen Gruppen in Amazonien sind Jäger und Sammler und betreiben aber auch Gartenbau. Man nennt sie sind seminomadisch, weil sie für einige Jahre, so ungefähr für 10 Jahre, ihre Häuser bauen. Und wenn die Häuser dann die Gegend drumherum vor allen Dingen sehr stark verschmutzt ist, dann geben sie die Häuser auf und gehen woanders hin, da wo die am weitesten entfernten Gärten sind. Und die Pflanzen, wenn sie also die Rodung gelegt haben, dann lassen sie eben diese, wo die Geistwesen stehen, die leben, die lassen sich stehen. Weil ansonsten zum Beispiel die Ticuna, die leben an der Grenze zu Peru und Kolumbien, am oberen Amazonas, der dort Rio Solimões heißt, die sagen, dass wenn man diese Bäume fällt, in denen die Geistwesen wohnen, dann kommt der Sturmdämon des Nachts und verwüstet den ganzen Garten wieder. Und das ist eigentlich auch sehr sinnvoll, weil diese großen Bäume, die man stehen lässt, die geben den kleinen wiederum Schatten, weil es ansonsten zu starke Sonneneinstrahlung geben würde. Also man braucht auf der einen Seite die Lichtung, man braucht aber eben auch Bäume, die diesen Schatten spenden. Und damit man das eben gut weitergeben kann, sind es eben diese Geistwesen, die in den Bäumen wohnen. Und die Gärten sind etwas weiter weg vom Haus. Das ist meistens eine, wir können ja einfach mal ein bisschen loslaufen, Richtung Garten. Wobei ich glaube, die Claudia muss mich führen, weil wir jetzt zu einem sehr speziellen Ort gehen. Es ist übrigens so, wenn indigene Gruppen durch den Wald laufen, gehen die Männer in der Regel voran. In der Mitte die Frauen und am Ende noch mal ein paar Männer. Für den Fall, dass man von einer anderen Gruppe attackiert wird. Was hoffentlich heute nicht passiert. Ja. Aber weiter, wir sind ja hier im europäischen Wald. Es ist auch so, dass viele Gruppen immer wieder eben auf Wanderungen gehen. Vor allen Dingen zu bestimmten Gärten, die schon aufgegeben sind, weil da natürlich immer noch ein bisschen was weg ist, und sie dann einsammeln. Und die Gärten, wie gesagt, sind etwas weiter abgelegen. Und die meisten, oder vor allem früher, die sind jetzt nicht meistens nach dem hohen Jahr entwickelt, also zurück in der Vergangenheit, und eher vielleicht noch vor 50 bis 100 Jahren haben die meisten Gruppen
von, die nach innen hin offen waren. Das heißt, man hat eigentlich immer gesehen und mitbekommen, was man gemacht. Und das heißt, die Gärten, was irgendwie auch nicht ganz unlogisch ist, sind unter anderem die Orte für Sexualität. Normalerweise ist es so, die Männer legen die Gärten an, sie roden sie, die Frauen pflanzen. Und die Frauen sind in der Regel auch die, die die Gärten besitzen. Und die immer wieder dorthin gehen, sie bearbeiten und dann auch die Ernte ein, also reinholen und ins Dorf zurücktragen. Wenn man nun aber sieht, dass ein Ehepaar durch den Wald geht, in Richtung Garten, dann weiß man in der Regel schon auch, dass man die dann besser an dem Tag nicht besucht, weil das dann eben auch die Möglichkeit ihnen bietet, Sex miteinander zu haben. Und das sind eben auch so Dinge, glaube ich, wo sozusagen auch menschliche Fruchtbarkeit sich auch auf die Fruchtbarkeit der Gärten überträgt. Fruchtbarkeit ist sehr wichtig, vor allen Dingen auch bei den Frauen. Sind wir jetzt schon im richtigen Ort? Die Frucht, es ist ganz interessant, dass in manchen Kulturen, wir kennen das zum Beispiel von Afrika, da sind es vor allen Dingen die jungen Männer, die, wenn sie erwachsen werden, eine ganze Zeit lang im Wald verbringen und sich sozusagen dort ihrer Wildheit aufstellen. Aber da wird auch der Wald viel stärker als ein Ort der Wildheit definiert, wo eben auch wilde Geister leben, mit denen die Jungen sich auseinandersetzen müssen. In Amazonien ist es sehr interessant, dass wir immer wieder Gesellschaften haben, wo es keine Initiationsrituale für Jungen gibt, sondern wo es vor allen Dingen für Mädchen solche Rituale stattfinden. Das ist einmal die Ticuna, die habe ich ja eben schon erwähnt, die eben im Gebiet von Peru und Kolumbien wohnen. Und da ist es so, dass wenn das junge Mädchen also das erste Mal die Periode bekommt, dann sagt sie einer nahen weiblichen Verwandten, idealerweise der Mutter, Bescheid. Und sie muss sich dann in einem kleinen Verschlag innerhalb des Hauses für einen gewissen Zeitraum zurückziehen. Das ist sehr unterschiedlich. Es waren früher teilweise mehrere Monate, heute sind es eher mehr, also einige Tage, weil das Mädchen natürlich auch zur Schule muss und sich jetzt nicht über Monate zurückziehen kann. Das ist ein Initiationsritual, das so ein ganz klassischer Übergangsritus ist, bei dem sich die Person, die ihm jetzt erwachsen wird, das Mädchen erst einmal zurückzieht. Das ist eine Phase sozusagen auch der Kontemplation. Sie wird dabei sehr viel von ihren weiblichen Verwandten besucht und sie übt sich in bestimmten Tätigkeiten, vor allen Dingen Körbe flechten, Hängematten herstellen und solche Geschichten. Und dann gibt es ein großes Fest, bei dem sie sozusagen erst einen symbolischen Tod erleidet, indem man ihr sämtliche Haupthaare ausreißt. Das ist, wir haben das ja eben schon gehört, der Körper braucht, wie war das, 2 Tage, bis alle Zellen tatsächlich tot sind. Ja? Und die Haare gelten als sozusagen eines der stärksten Symbole unserer Lebenskraft, weil sie auf der einen Seite noch, also eben immer weiter wachsen, auch wenn wir schon ausgewachsen sind. Sie wachsen aber eben auch noch minimal nach dem Tod. Und das ist etwas, was immer wieder beobachtet wurde, genauso wie die Nägel. Die wachsen auch noch ein kleines bisschen, nicht wie in Horrorfilmen, falls Sie sowas mal gesehen haben, wo Leichen dann irgendwie so 30 cm lange Nägel haben. Nein, also so weit nicht, aber eben doch noch ein ganzes kleines Stück. Und dieses Ausreißen des Kopfhaares, was auch von weiblichen Verwandten gemacht wird und wirklich so eins nach dem anderen. Also es ist eine Tortur, die über Stunden geht. Und womit man im Grunde genommen dieses Leben des Kindes beendet. Ja, also in diesen ganzen Haaren steckt ja die Lebensenergie des Kindes. Und die wird herausgerissen, damit sozusagen Platz für die Frau ist. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich wirken, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht sogar Frauen sind, die sich nach der Trennung von einem Partner die Haare abgeschnitten haben, weil sie irgendwie was verändern wollten. Ja? Aber es ist auch ein Trennungsritus, sich von diesem Haar zu trennen, in dem ja all dieses Leben steckt, was man vorher gemeinsam geteilt hat. Also das ist etwas, was auch sehr, sehr, was wir, glaube ich, manchmal auch nachvollziehen können.
Ein sehr wichtiger Teil in diesem Ritual bei den Tikuna ist, dass das Mädchen sich gegen Geistwesen zur Wehr setzen muss. Gegen Geistwesen wie den Sturmdämon, der in einem Bass, der sozusagen von einem Menschen Besitz ergreift, in einem Kostüm aus Rindenbass, hat einen riesigen Phallus, mit dem er das Mädchen bedrängt und auch die anderen Anwesenden. Und dabei geht es dann darum, dass das Mädchen sich ihm zur Wehr setzt, ihn zurücktreibt und damit eben zeigt, dass ein ganz wichtiger Teil dieses Erwachsenwerdens nämlich auch bedeutet, die Kontrolle über die eigene Sexualität zu haben. Und das heißt, sich den richtigen Ehepartner zu suchen. Denn das ist nicht, das ist so ein Stück weit vorgegeben. Und zwar gibt es ein bevorzugtes Heiratssystem in Amazonien, das ist sehr weit verbreitet. Nämlich, dass man den sogenannten Kreuzcousin oder die Kreuzcousine heiratet. Das ist also wirklich die direkte Cousine und in meinem Fall müsste ich den Cousin väterlicherseits heiraten. Da hätte ich immerhin 3 zur Auswahl gehabt. Mein Bruder hätte seine Cousine mütterlicherseits heiraten müssen. Meine Mutter ist ein Einzelkind, also der hätte keinen idealen Heiratspartner gehabt, ja, also Partnerin gehabt. Also das ist irgendwie diese Kontrolle über die Sexualität. Und dann ganz am Ende, wenn sie das bewiesen hat, dass sie das kann, dann wird sie mit einem Kopfschmuck und einem wunderschönen Umhang geschmückt und wieder sozusagen in der Gemeinschaft als erwachsene Frau präsentiert. Und erst, wenn die Haare wieder nachgewachsen sind und sie die ersten Haarschnitt bekommt, dann wäre sie auch bereit zu heiraten. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch ein anderes sehr schönes Beispiel von den Yanomami, die im Grenzgebiet von Brasilien und Venezuela leben. Das ist eine der größten Gruppen im Amazonien mit ungefähr 33.000 Menschen. Was übrigens auch ganz interessant ist, diesen ungeheuren Bevölkerungswachstum haben sie einer Pflanze zu verdanken, die in diesem Wald fremd war, nämlich der Kochbanane, die von den Europäern aus Afrika mitgebracht wurde. Und die Yanomami haben diese Kochbanane in ihren Gärten kultiviert und haben damit eben viel mehr Nahrung produzieren können und damit einfach auch mehr Menschen ernähren können. Und das finde ich irgendwie ganz spannend zu sehen, dass eben auch so migrierte Pflanzen dort sehr schnell aufgenommen werden und dann eben auch in das Weltbild integriert werden. Bei den Tikuna ist es zum Beispiel auch der Kampferbaum, auch aus Asien eingeführt, findet sich aber mittlerweile auch in einem dieser Maskenkostüme, die bei der Mädchenreifefeier auftreten, wieder. Auf die Yanomami bin ich eigentlich gekommen, wegen dem Ort, zu dem wir jetzt sozusagen als Abschluss gehen. Bei den Yanomami verläuft das mit der Mädchenreifefeier. Ja, irgendjemand sollte vorgehen. Jetzt falle ich gleich auf die Nase. Bei den Yanomami ist es eigentlich ähnlich, dass das Mädchen mit der ersten Menstruation sich zurückgeht in so einen Verschlag. Der wird aus einer bestimmten Palmenart gemacht. Das ist eine sehr hochkomplexe, symbolische Verbindung vom Reifen des Mädchens, also auch vom Reifen von Palmfrüchten. Und ich werde da jetzt nur einen Teil davon Ihnen so ein bisschen erzählen, weil das würde sonst wirklich Stunden noch dauern. Und das Interessante ist, dass die Mädchen, bevor sie ihre Menstruation das erste Mal bekommen, häufig schon einen Verlobten haben. Dieser Verlobte versucht auch an der Reife des Mädchens sich zu beteiligen, indem er ihr Vögelköpfe bringt von der Jagd. Weil in den Vögelköpfen ist das Hirn. Und das wird aufgrund auch von physischen Ähnlichkeiten mit dem Sperma gleichgesetzt. Das heißt also, er nährt sie sozusagen, damit sie schön reif wird, wie eine Palmfrucht, die dann aufplatzt, sodass eben die erste Blutung einsetzt. Und kann jemand hier kurz das Loch beleuchten, während wir ein bisschen weitergehen? Ja. Und damit keiner reinfällt. Also hier sind mehrere solcher Löcher, das sind alte Dachsbauten und mich haben sie aber an den Höhepunkt sozusagen des Reiferituals bei den Mädchen der Yanomami erinnert. Und das ist die Krebsjagd. Also die Mädchen werden von ihren weiblichen
Verwandten am Ende des Rituals zu einer Krebsjagd begleitet. Das heißt, sie gehen an den Fluss und dort in diesen sozusagen an den Flussabhängen sitzen die Krebse in so richtigen kleinen Höhlen und Erdlöchern drin. Das heißt, die Mädchen tauchen also halb ins Wasser hinein und gehen dann wirklich ganz tief mit den Armen in diese Löcher hinein. Und das war einfach das, woran ich irgendwie denken musste, als ich diese Löcher hier gesehen habe, weil die Erde auch so hell ist. Und die Mädchen werden dann auch ganz, die werden auch ganz grau und weiß von diesem Schlamm, der im Fluss ist. Und danach werden sie dann eben gewaschen und werden rot angemalt mit einer Farbe aus der Bixa aureana. Das ist also ein pflanzlicher Farbstoff. Und sie werden dann mit weißer Baumwolle und mit Federn und mit Blüten geschmückt. Und die Krebsjagd ist deswegen so wichtig, weil die Krebse, die sind ja so leicht rosa und die häuten sich regelmäßig, wenn sie wachsen. Und dieses Häuten ist sozusagen das wird als wie eine Menstruation, oder die Menstruation wird als Häutung interpretiert. Sozusagen eine innere Häutung, die es dem Mädchen eben möglich macht, sich immer wieder zu erneuern und dann eben auch Kinder zu bekommen. Das ist in manchen amazonischen Gruppen sind die Männer sozusagen fast ein bisschen neidisch auf diese Fähigkeit der Frauen, sich immer wieder zu erneuern. Und die entwickeln dann eigene Rituale, bei denen sie sich unter anderem selber oder auch gegenseitig geißeln auf dem Rücken oder mit Fischzähnen an den Beinen längs schaben, sodass das Blut fließt. Also die müssen sozusagen auf eine rituelle Art und Weise bluten, um sich innerlich zu erneuern, während die Yanomami oder die Frauen eben diese Magie in sich tragen. Also wir tun das einfach von uns aus und natürlich, und die Männer müssen das künstlich sozusagen und rituell herbeiführen. Wir haben mit Symbiose angefangen, und ich glaube, das, was den Amazonas-Regenwald auch so faszinierend macht, ist, dass die Menschen dort einen Weg gefunden haben, mit ihm zusammenzuleben. Es ist zum Beispiel so, dass man nicht einfach ein Tier jagt und es dann isst, sondern wenn man ein Tier erlegt hat, dann bringt man es ins Dorf zurück und gibt es in der Regel der Schwiegermutter, die es dann zubereitet und verteilt. Der Jäger isst nie sein eigenes Wild. Und damit ist eigentlich auch so ein bisschen eine sozusagen vorgebeugt, dass er aus Habgier zu viel schießt, ja? Sondern er schießt es ja vor allen Dingen auch für die anderen und nicht einfach nur, weil er möglichst viel Wild erlegen will. Wenn der Jäger dann doch selber sein eigenes Wild isst, dann wird seine Kugel oder sein Pfeil immer seltener treffen. Der sehr bekannte Anführer, politische Führer und auch Schamane der Yanomami, Davy Kopenawe, der schreibt das ganz wunderbar in seinem Buch The Falling Sky, wo er eben sagt, dass er aufgrund, weil er sehr viel mit Weißen zusammen war, auch sehr häufig von seinem eigenen Wild gegessen hat und seine Jagdfähigkeiten damit eigentlich immer weiter zurückgegangen sind. Die indigenen Gruppen in Amazonien haben es also geschafft, ein System der Nutzung zu schaffen, das den Wald nicht dauerhaft zerstört, sondern er hat eigentlich immer wieder Gelegenheit, sich zu regenerieren. Und das ist einfach auch so, es ist die Heimat, die ihnen von ihren Kulturheroen gegeben wurden. Und die Yanomami sagen, dass am Rande des Waldes sozusagen ist der Himmel im Boden verankert. Und wenn irgendwann einmal wir mit unserer Gier nach Soja, nach Rindfleisch, wenn der ganze Amazonaswald abgeholzt ist, wird der Himmel zusammenstürzen. Ich hoffe, dass wir das nicht mehr erleben und auch sonst niemand. Danke. Wir würden jetzt noch ein kleines Stück weitergehen nach da vorne und dort würde die Diskussion und das Gespräch stattfinden. Wir würden. Okay. So, wir würden jetzt zu dem letzten Teil übergehen. Das heißt, es gibt die
Befragung zueinander. Vielleicht stelle ich auch noch eine Frage und dann sind Sie alle herzlich eingeladen, sich am Gespräch zu beteiligen. Okay, ich fange an. Ich würde ganz gern wissen, was definiert eine Geistbaum? Wie wird das ausgesucht? Nächste Frage? Nein. Also ich glaube, es sind vor allen Dingen Bäume, die, wie ich es eben am Anfang geschildert habe, die im Gartenbau eine wichtige Rolle spielen, weil man sie nicht fällen darf. Also das ist eine Verbindung. Ja? Also es gibt sozusagen eine wissenschaftliche oder eine Gartenbauerklärung, die sagt eben, bestimmte Bäume dürfen nicht gefällt werden. Und die ist aber nur ein Teil der Erklärung. Der andere Teil der Erklärung ist, dass dort Geistwesen wohnen und dass man sie deswegen nicht fällen darf. Ich hake nach, Entschuldigung. Aber die sind nicht, weil die hell sind oder irgend sowas. Schade, weil du sendest wo eine wunderschöne helle Borke Baum und es sah aus wie ein Geistbaum. Okay. Und dann diese Bäume, das wachsen in den Garten. Was haben die für Eigenschaften? Was macht die? Sind die Leguminosi? So mit lange Rispen ähnliche Blüten? Weiß ich leider nicht. Ah, oh, schade. Noch eine Theorie. Ich muss auch sagen, es ist sehr nett, dass Claudia mich als Expertin beschrieben hat. Aber als Museumsmensch ist man leider nicht so oft im Wald, wie man sich das wünschen würde. Und daher natürlich auch nicht so, also ich habe jetzt sehr viel, also wer da mehr darüber erfahren möchte, dem kann ich die Arbeiten von Gabriele Herzog-Schröder, einer lieben Freundin und Kollegin aus München empfehlen, die seit, ich glaube, Ende der 80er Jahre Feldforschung bei den Yanomami macht. Und von der ich sehr viel über die Yanomami eigentlich gelernt habe. Ich habe selber nur ein einziges Dorf von den Yanomami mal besucht und das war Teil einer Missionsstation. Da gab es also schon nicht mehr die traditionellen großen Dörfer, wo man mit Pultdachhäusern einen großen Kreis bildet, wo alle sich eigentlich immer ständig sehen können, sondern da gab es schon diese Einzelhäuser mit Wellblechdächern. Ich habe vielleicht so eine Frage an Douglas und auch an dich, Claudia, was mich eigentlich interessiert. An Douglas, du hast beschrieben, dass eigentlich die biologischen Prozesse des Austauschs und des Zusammenlebens eigentlich politischen Ideologien unterworfen sind und dass eigentlich die gleichen, sag ich mal, chemischen und biologischen Prozesse sehr unterschiedlich besetzt oder benannt werden. Mich würde interessieren, ob du das nochmal ausführen könntest, was dafür Paradigmenwechsel sind oder wie du das auch mit unserem, sag ich mal, neoliberalen Kapitalismus, du hast das mit Darwin markiert, aber du hast auch gesagt, dass Darwin ist in eine bestimmte Zeit aufgetroffen, wo es um eine bestimmte Optimierung von Arbeitskraft ging. Also ich fände das interessant, weil man immer ja glaubt, dass das unabhängige Wissenschaften sein. Ja, okay. Ich versuche das noch einmal, vielleicht habe ich das nicht so. Wir sind Wissenschaftler, wir denken, wir sind immer unabhängig. Dass wir denken immer das Richtige und wir versuchen immer fair zu sein. Das ist natürlich nicht wahr. Weil wir sind immer in einer Gesellschaft. Und diese gesellschaftliche Zusammenleben und diese gesellschaftliche Form prägt natürlich unsere Gedanken. Das ist gegebene Sache. Und wir, als die erste Mal für verschiedene Symbiosen klar war, und dass es ein Zusammenleben von mehreren Organismen gab, war das in Großbritannien, auch in Deutschland, die Hochform der Kapitalismus. Und es muss aber eine Untergebene sein. Das ging nicht, dass das zwei gleichwertige Organismen geben könnte. Das kommen aus verschiedenen Arten.
Und als eine Konsequenz, der, wie gesagt, die Briten waren gerade dabei, so viel wie möglich die Rest der Welt auszubeuten. Und man könnte das, diese Ausbeutung nur machen, wenn man glaubt, dass man besser ist als die andere, mehr oder weniger. Und so haben die das produziert dann auf Symbiosen. Dass irgendeiner Organismus muss das sagen, wo es lang geht, und die andere dient dieser Organismus. Yeah. Kann ich an der Stelle was fragen und haben, also könnte man sowas wie Ordnungen oder Muster irgendwie erkennen, durch welche Kriterien das dann bestimmt wurde, welcher sozusagen Beteiligte an der Symbiose oben ist und welcher unten? Also sind das Ordnungen der Sichtbarkeit, was oben ist oder was unten ist? Oder sind es Ordnungen von, ich weiß es nicht, Energieproduktion? Oder ist es eine Ordnung, die was uns Menschen nutzt und nicht nutzt? Oder gibt es da erkennbare sozusagen Anordnungen oder Dispositive, wie das dann zugeordnet wurde, wer oben, wer who's top und who's bottom? Ich glaube, das ist rein von Aussehen hier, als sie das gemacht haben. Die wussten nicht, was die eigentlich machen. Als sie angefangen haben mit Flechten, aus irgendeinem Grund war dieser Pilzteil von den Flechten der vorherrschende. Und es war die arme Damsel Alge, das sitzt in den Armen von den großen Pilz. Und sie war die Untergebene. Warum die das auch so ausgewählt und diese, keine Ahnung, ehrlich gesagt, nicht so. Aber das heißt eigentlich, dass diese Zuordnung total fragwürdig sind und eigentlich temporäre Interpretation. Und was du eigentlich beschreibst, wäre eigentlich, welches politische System wäre das, was du eigentlich erkennst in der Kooperation der unterschiedlichen Organismen? Oh. Gute Frage. Ja. Ist es, aber es funktioniert, das ist der Unterschied. Die meisten politischen Formen, die wir haben, die funktionieren nicht, ehrlich gesagt, in irgendeiner Weise. Wenn wir irgendeine Zusammenleben von Menschen von oben top-down machen, scheint wohl auch nicht so besonders gut zu funktionieren. Aber die Symbiosen funktionieren, weil die sind auf Augenhöhe, mehr oder weniger. Das eine nicht ohne der andere existieren kann. So, und die wissen das nicht, aber die wissen, dass schon es besser geht. Und deswegen leben die auch so. Und es ist auch nicht, ich sage immer, eine friedliche Zusammenleben. Es ist nicht immer so friedlich. Zum Beispiel Pflanzen, die genug Nährstoffe haben, die verlieren ihre Mykorrhize relativ schnell, weil Mykorrhize sind teuer. Die sind aufwendig, die kosten Kohlenhydrate aus der Photosynthese. Und wenn plötzlich einer, wir tun genau das in unserem Ackerbau. Wir nehmen ein Weizen, dieser Weizen ist eigentlich ein Gras und dieses Gras ist angepasst an relativ wenig Nährstoffen, und wir züchten das, dass es viel Nährstoffe braucht, und dann geben wir viel Nährstoffe auf diese Acker, und siehe da, die sind nicht mehr produziert, weil es lohnt sich nicht, die brauchen die nicht. Ne? So diese Symbiosen funktionieren nur, weil es eine Abhängigkeit gibt, mehr oder weniger. Ich wollte noch, also sind auch herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Ich wollte nur kurz eine Frage noch zu Claudia stellen. Ja, sieht man sofort. Nein. Einfach vorrennen, das Mikrofon aus der Hand reißen. Nein, was ich dich fragen wollte, weil du hast eigentlich den Vorgang dieses Übergangs beschrieben, der Mädchen, die eigentlich über auch einen Schmerz verbunden sind, die einen Übergang markieren auf der einen Seite. In diesem Stadium vom Mädchen zur Frau, also die Attribute abzulegen, die, man sagt ja auch, die Erinnerung sei in den Haaren abzulegen. Und dass darüber im Grunde der neue Status in der Gesellschaft ranwächst. Und zum anderen hast du beschrieben, was mich sehr interessiert, dass es eine klare Ökologie gibt bei den Jägern und Sammlern,
wie das, was erjagt wird oder entnommen wird, dem System des Waldes aufgeteilt wird und dass es da auch Grenzen gibt. Kannst du noch mal was zu diesen Regeln sagen, der Aufteilung und welche Kategorien des Gleichgewichts gibt es da? Weil im Ankündigungstext steht ja auch, wer nicht gut mit den Elementen umgeht, dann wendet sich der Wald gegen einen. Also was sind diese Gleichgewichte oder was sind diese anderen Vorstellungen? Sind die so wie unsere oder wonach sind die reguliert? Also wie gesagt, ein ganz wichtiges Element ist tatsächlich, dass sozusagen bei den Männern, also ich spreche jetzt ausdrücklich von den Yanomami, weil wir da doch auch immer wieder größere Unterschiede zwischen den Gruppen haben, da gibt es eigentlich auch so eine Art von Symbiose. Und zwar ist es so, ich habe ja eben schon gesagt, dass der Jäger nicht sein eigenes Jagdgut essen darf, sondern er gibt es an die Schwiegermutter, die es verteilt. Und er wird natürlich auch wieder von sozusagen seinen Schwägern ernährt. Das heißt, man schafft eine Abhängigkeit untereinander und eine Fürsorge füreinander. Und das ist also einmal das eine. Das andere ist, dass ein Jäger ein Tier nicht mit einer Pfeilspitze töten darf, die er selber hergestellt hat. Das heißt also, ich muss, und das findet vor allen Dingen bei großen Festen statt, wo mehrere Dörfer zusammenkommen oder ein Dorf ein anderes einlädt, kommen die Männer an irgendeiner Stelle zusammen und tauschen Pfeilspitzen aus. Und genauso ist es dann, wenn sie einander wieder begegnen, zeigen sie einander ihre Pfeilspitzen und zeigen damit, mit wem sie sich sozusagen verbündet haben, mit wem sie Pfeilspitzen getauscht haben. Also auch da schafft man eine Abhängigkeit voneinander, die dann eben immer wieder dafür sorgt, dass alles, was man aus dem Wald holt, auch gleichmäßig verteilt werden. Und was sehr interessant ist, weil wir haben ja auch hier immer wieder über sozusagen das Verwesen von Bäumen gesprochen, dass wenn ein Mann stirbt, dann ist es idealerweise so, dass all jene, die noch Pfeilspitzen von ihm haben, diese Pfeilspitzen zur Bestattung mitbringen. Und dann werden diese Pfeilspitzen zusammen mit dem Körper des Mannes verbrannt. Das Gleiche gilt übrigens bei Frauen und Körben. Also die Frauen tragen ihre Ernte vom Garten in Körben, die sie nie selber geflochten haben, sondern die sie auch wiederum mit anderen Frauen getauscht haben. Und um wieder zur Bestattung zurückzukommen, also der Mann und seine Pfeilspitzen und damit eigentlich die sozialen Beziehungen, die er mit anderen Männern aufgebaut hat, werden gemeinsam verbrannt. Und die Asche, die Knochen aus dieser Asche, werden von den Frauen aufgesammelt und wieder in solchen Körben, in so kleinen, also sie sehen aus wie die großen Tragkörbe, sind aber kleiner, und da werden diese Knochen aufbewahrt. Und dann gibt es immer in unregelmäßigen Abstand Erinnerungsfeste. Dabei werden dann Teile von diesen Knochen zermalmt und in eine große Suppe aus Kochbananen eingestreut, die dann mit den engsten Verwandten gegessen wird. Also es ist eine Form von Endokannibalismus, und dabei geht es nicht darum, sich sozusagen die Lebensenergie dieses Verstorbenen anzueignen, sondern ihn nach und nach wirklich auszulöschen, weil man sich nicht mehr erinnern möchte. Erinnerung ist zu schmerzhaft, und deswegen versucht man, den Toten wirklich langsam aber sicher so, sagen wir so, faden, also verschwinden zu lassen. Und dann, wenn eben die letzten Knochen getrunken sind, es ist auch so, man darf den Namen eines Verstorbenen nicht in den Mund nehmen. Das führt bei den Yanomami dazu, dass man ständig neue Namen erfinden muss, damit nicht zwei Leute den gleichen Namen haben, weil wenn dann einer stirbt, dann kann ich den anderen ja auch nicht mehr so benennen. Also es ist eine sehr komplexe Vorstellung, die dahinter steht und die eigentlich immer auf Ausgleich bedacht ist. Wir haben das auch in Regionen, wo Gruppen hingeflohen sind vor kolonialer Gewalt. Das waren Gruppen, die vielleicht vorher auch kriegerisch Auseinandersetzungen hatten. Und die haben dann ein System von Tauschhandel miteinander ausgehandelt. Die einen machen die Keramik, die anderen machen die Bögen, die anderen machen wiederum die Körbe. Und dann gibt es immer wieder große Feste,
bei denen man einander trifft und diese und sich miteinander austauscht und dadurch eben friedliche Beziehungen zueinander stabilisiert. Extrem ist es im Nordwesten Amazoniens. Da heiratet man, was ich irgendwie total cool finde, wenn man sich anschaut, was so in Europa passiert, wenn die Leute immer Angst haben, wenn irgendwelche anderen Menschen kommen, die eine andere Sprache sprechen. In Nordwestamazonien heiratet man in der Regel immer eine Person, die eine andere Muttersprache spricht als man selber. Um mit diesen Gruppen auch wiederum eine Verknüpfung herzustellen. Das heißt also, wir haben Gesellschaften, die ganz stark darauf ausgerichtet sind, Gleichgewichte zu schaffen und soziale Beziehungen mit auch Fremden herzustellen. Die Gabriele sagt immer so schön von, was sagt's immer? Von Feinden und anderen lieben Verwandten. Fragen? Fragen? Ich glaube, das ist der Moment, dass wir das Mikrofon eröffnen. Gibt es Fragen oder Kommentare? Ich sehe nicht gut, ihr müsst hierher kommen. Ja, die Diplom ist jetzt wirklich hier so rein, aber ich weiß nicht, ich habe vor ein paar Tagen, ja, waren diese großen Demos in Brasilien. Ich habe nur Fernsehbilder gesehen, ja, ganz schnell und auch nicht ausführlich und mehr als diese Tagesschau, 10 Sekunden habe ich auch kaum mitgekriegt. Haben Sie die auch gesehen? Weil ich habe die Gruppen gesehen in all sozusagen, ja, in ihrer Pracht in einer gewissen Weise und habe mich gefragt, ob das Festkleidung war oder Alltags, ja, das Alltägliche sozusagen, Outfit? Nein. Okay, also, ja. Nein, also Kostüme, also es ist so, dass normalerweise gerade diese wahnsinnig tollen Federarbeiten im Kontext von Ritualen getragen werden, also von großen Festen. Der Amazonas-Regenwald ermöglicht es eigentlich, dass man keine Kleidung benötigt. Also man hat den Körper früher immer eher dezent geschmückt, bemalt und mit einer kleinen Baumwollschnur um die Hüfte war man eigentlich schon standesgemäß bekleidet. Ja? Das hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Das heißt also mittlerweile sind T-Shirt, Shorts und Flipflops ist das, was die normale Alltagskleidung ist. Aber es werden immer noch bei manchen Gruppen wahnsinnig unglaublich tolle Federarbeiten für Rituale und Feste hergestellt. Diese werden auch bei politischen Anlässen getragen, um auf der einen Seite sozusagen zu zeigen, wir sind anders. Ja? Wir sind die Menschen des Waldes, wir sind die, die mit den Tieren verbunden sind. Es ist auch so, dass Federschmuck macht einen schöner, attraktiver. Und das ist natürlich, wenn man Diskussionen führt, ist es ja sinnvoll, schön und attraktiv zu sein, damit der Gegner vielleicht auch ein bisschen geblendet ist von einem. Also sie werden schon auch als ganz starkes politisches Signal eingesetzt. Die Vertreter, die wir bislang aus Amazonien im Museum zu Gast haben, haben bei diesen Anlässen auch immer Federkopfschmücke und Ähnliches getragen. Und in einem Fall hatten wir dann sogar auch die große Freude, dass wir den hinterher geschenkt bekommen haben. Und da geht es also wirklich eben um diese, auch ein bisschen um diese Verführung des Gegners. Und jetzt habe ich das andere leider gerade vergessen. Ich glaube, das ja, ich wollte nur irgendwas, ja, eine Sache wollte ich noch sagen, weil es ging eben auch so ein bisschen um die Frage der Wissenschaft. Und wenn ich bei diesen botanischen Fragen da so manchmal ins Schleudern komme, dann hat es, glaube ich, auch mit etwas, mit sozusagen vielleicht einer Symbiose, die gesprengt wurde, zu tun. Nämlich, dass die Kultur und die Naturwissenschaften ja irgendwann sehr stark getrennt wurden. Und man nicht mehr so eng miteinander zusammenarbeitet. Ja. Also auch die ganzen, also unser Museum ist ja früher Teil des Naturhistorischen Museums gewesen oder unsere Sammlungen. Und das ist separiert worden, weil in unserer Vorstellung Kultur und Natur Dinge sind oder Bereiche sind, die einander ausschließen und die nicht miteinander eng verknüpft sind. Und ich glaube, das ist das, was man in Amazonien sehr stark lebt oder erleben kann, dass eben das eine ohne das andere nicht geht. Ja? Also die Natur ist im Grunde genommen, wird auch, Amazonien ist kein Urwald, Amazonien ist eine Kulturlandschaft, die sehr stark von Menschen geprägt worden ist, über Tausende oder Zehntausende von Jahren. Der ganze Wald hat irgendwann mal gebrannt. Das ist also auch in dem Sinne kein Primärwald, sondern es ist also ein Wald, der nachgewachsen ist. Und ich glaube,
diese Trennung zwischen diesem Bereich Kultur und Natur oder eben auch zwischen Naturkundemuseen und ethnografischen Sammlungen führt dazu, dass wir gerade in Bezug auf Materialität von Dingen auch, ich glaube, teilweise überhaupt keine Ahnung haben, was wir da im Keller liegen haben. Wir hatten Kollegen von den Tsatare Mawe, eine Gruppe am unteren Amazonas, zu Gast. Und mit denen haben wir so Siebe angeschaut, mit denen Maniok verarbeitet wird. Und die haben uns dann erklärt, dass die Siebe, mit denen Maniok für Rituale hergestellt wird, aus anderen Pflanzen hergestellt werden, als die, die man normalerweise verwendet. Und sie konnten aber auch mit den Pflanzen, die sie uns genannt hatten, konnten wir irgendwie nichts anfangen, weil das natürlich die indigenen Namen sind, die wir dann irgendwie gar nicht botanisch zuordnen konnten. Und es ist einfach faszinierend, weil die Objekte sehen total gleich aus, haben aber eine komplett andere Materialität, die ihnen eine andere Bedeutung verleiht. Und eben auch diese, welche Vögelfedern für was benutzt werden, das ist etwas, was bis heute eigentlich noch nicht wirklich erforscht ist. Und ich glaube, deswegen können wir diese ganzen Dinge, die da bei uns im Keller liegen, eigentlich nur ein Stück weit verstehen. Und da ist also noch ziemlich viel zu tun. Und da wäre es eben auch gut, wenn man wieder mit Botanikern zusammenarbeitet, mit Ornithologen und Zoologen, um da irgendwie so ein bisschen klar zu kriegen, wo da eigentlich auch die Unterschiede sind. Zu den Pilzen? Er hört's und nicht. Zwar doch. Ja, doch. Nein? Doch. Sehe ich noch nicht. Okay. Ja. Ja. Also ich wollte nur wissen, wenn die Informationen weitergeben und auf eine Art miteinander kommunizieren, wie weit erstreckt sich so ein Netzwerk, wo sie Informationen weitergeben? Also dieses Netzwerk, was hier unter uns an Pilzen ist, wie weit geht es, dass sie Informationen weitergeben? Wie weit sind sie miteinander verbunden? Die sind miteinander verbunden über bestimmte Knotenpunkte. Oh, Entschuldigung, ja. Ein Pilz kann 700 Quadratmeter sein. So, das ist eine Individuum, ein Pilz. Und er verbindet dann diese verschiedenen Bäume. Aber es ist dann nicht nur ein Netzwerk, sondern es sind mehrere, aus mehreren Arten. Und so, wenn man will, ist das Ganze miteinander verbunden. Der einzige Unterschied ist, dass die alten Bäume, die haben mehr Netzwerke. Die haben mehr verschiedene Pilze und die bilden dann, die sind in verschiedenen Netzwerken, während kleine Bäume sitzen nur in einer. Und dieser Informationsaustausch, ja, das ist eine gute Frage. Diese Information ist normalerweise in der Form von irgendwas, irgendeine Substanz, das geht von einer Seite zu der anderen. Sehr oft ist das Kohlenstoff. Aber man weiß auch, dass es gibt diese berühmte, wo man bestimmte Signale geben können, von einem Wurzelsystem in ein anderes Wurzelsystem über flüchtige Verbindungen. Wie weit das geht, kann ich nicht sagen. Das geht einige Meter, so einige Zentimeter. Aber ob es 200 Meter geht, das weiß doch keiner, ehrlich gesagt. Ist das die Antwort? Ja, ja, genau. Ja? Inwiefern das unter der Erde miteinander verbunden ist und wie weit es geht. Ja, 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 ja. Ja, ja. Wobei, muss ich auch sagen, mit dieser tatsächlich, jeder liebt es, diese Kommunikation. Und ich bin oft gefragt, aber Bäume reden nicht miteinander. Ja, ja. Ne? Die ab und zu, die geben ein Signal von einem Baum zu den anderen. Aber die sind nicht so gesprächig, so wir sagen. Ja, ja. So. Ja? Ich hab, das ist die Frage. Genau. Nämlich wollte ich wissen, weil Sie gesagt haben, ein Pilz, der 700 Quadratmeter groß ist. Wie unterscheide ich dann zwischen unterschiedlichen Pilzen? Ist es dann immer so die Spezies? Also ich bräuchte zwei verschiedene Spezies von Pilzen, damit es zwei Pilze sind? Oder könnte ich von einem Eierschwamm mal haben, das voll groß ist? Also wo ist der Unterschied? Ja, 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 ist genau das. Da gibt's so in einem Wald.
ein Baum hat vielleicht 50 verschiedene Pilzarten, dass er bildet eine Symbiose. Das ist nicht ein Pilz, das ist eine Gesellschaft. Manche von diesen Pilzen bilden ganz kleine Flecken. Manche bilden diese riesen Flecken. Zum Beispiel Steinpilze, die bilden relativ große Flecken. Und je nachdem, welche Art das ist, haben die große, es nennt sich eine Genet. Die haben größere Genets oder kleine Genets. Und ja, es hängt von der Art ab, aber ein Baum hat verschiedene. Der hat manche das bilden relativ große Flecken und manche das bilden relativ kleine Flecken. Das heißt, wenn ich im Wald Schwammerl suchen gehe und halt Steinpilze finde, im relativ nahen Abstand, das ist zwar ja der gleiche Pilz, aber verschiedene ja Fruchtkörper. Das ist der gleiche Pilz, ja. Okay. Wahrscheinlich, ja. Das ist hauptwahrscheinlich der gleiche Pilz. Ja. So alle diese Schwammeln. Ja, nicht mit Gills. Ja, so. Ich auch nicht. Ja, Lamellen. Lamellen. Lamellenpilz. Gibt es noch? Steinpilz hat Röhren. Röhren, ja, ja. Danke. Das ist so gut. Ich bin nur ein Experte, das ist gut. Ich glaube, aufgrund der fortgeschrittenen Stunde danke ich euch für diese Wanderung, dass ihr teilgenommen habt. Ich danke Claudia und Douglas für ihr reiches Wissen und auch das Eingehen dieser ungewöhnlichen Bedingung, das kundzutun. Danke euch für die Wanderung und vielleicht verläuft sich der ein oder andere ab dem 8. Mai wieder in dieses Waldstück. Dann werdet ihr andere Pilze und Lebewesen hier finden, die vielleicht was mit Oracle und Sacrifice in the Woods zu tun haben. So, ja, vielen herzlichen Dank und findet gut zurück. Also es gäbe einen Tipp, wenn man hier weitergeht, kommt ein Weg, das ist einfacher. Genau das auch zurück. Genau, bitte die Decken wieder zurückbringen hierher. Ja, ja, ja.